So, liebe Leute, weiter geht's heute mit Need for Speed Unbound. Wir fahren heute das Straßenrennen Geld wie heu, weil dann können wir uns nämlich endlich ein neues Style Buddy Kit leisten, das, was ich unbedingt haben möchte, für unsere Conny, für unseren Lamborghini Countach, den will ich ja dann noch ein bisschen Style beibringen. Mhm. Ende 14.000, wir verdienen. Also eigentlich müssen wir noch ein oder zwei Events fahren wahrscheinlich, um die, oder wir müssen Copies kommen, das kann natürlich auch sein, das könnte auch funktionieren. Ja, gehen wir nicht auf den Sack mit einem Geblinke. Jetzt haben wir einen Kopf, wo der jetzt gerade gegenkommt. Aber bevor ich es vergesse, wie schläft es sich so auf eurer Matratze? Oh, scheiße. Ich glaube, ich hasse meine Matratze. Ich habe jetzt bewusst mal gerade. Was wäre, wenn ich dir sage, dass du nicht nur durch Rallycash verdienen kannst? Also eigentlich mag ich meine Nier. Ist noch nicht ganz klar, aber Alec sucht vielleicht nach einem Fahrer. Warte, er ist Alec? Gleich nochmal? Du weißt schon, mein Freund von früher. Wir waren in derselben Pflegefamilie. So, da unten ist das Event. Und das fahren wir jetzt. Damit, hast du gesehen, was man für die Rennen blechen muss? So ein bisschen. Viele kriegen wir nie zusammen. Wir müssen uns was einfallen lassen. Wir kriegen das schon hin. Keine Sorge. Noch darf er. Wir müssen den Lambo, wenn wir auf jeden Fall gleich. Sieht gar nicht so aus. Geld wie Heu. Klingt erstmal einfach. Aber es sind immer die gleichen Gegner, oder? Das kann das sein, oder wird sich das irgendwie mal ändern? Ich weiß nicht, so viel habe ich jetzt nicht mehr viel. Ich habe von dem Spiel eigentlich gar nicht so viel gesehen. Ein bisschen habe ich reingeguckt, aber nicht allzu viel. Zwei, drei Folgen, vier Folgen vielleicht. Aber hier, hallo, die mit ihrer Corvette da vorne, die zieht auch gut weg. Gut, die Corvette kenne ich zum Beispiel, habe ich privat gespielt, gefahren, habe ich Need for Speed Carbon. Oh, das war's. Ich habe immer, warte mal, wegen den Leitplanken. Ich vergesse immer, dass die zerstörbar sind, zumindest die einfachen. Acht Runden sind das insgesamt. Was ist das? Drei Runden sind's. Okay, ich sah jetzt, habe ich jetzt mal auf erst mit nur acht gesehen. Aber acht ist die Position. Also bin ich jetzt mal vorbei an Halo. Und ich fahre das Ding auf Modus entspannt, ne? Immer so nebenbei. Ich dachte, wir hätten so ein einfacher Streetkurs, letzte Runde. Wir ziehen jetzt etwas weg. Ein Kopf hat das jetzt ein bisschen die Verfolgungsaufgabe, beziehungsweise. Kann ich mal die Verfolgung. Hallo, sogar nur noch Dritter. Weil Chacha vorbei ist. Jetzt haben wir natürlich den Kopf da. Ne, haben wir nicht. Dann fahren wir das Ding am Ende doch relativ. Wir haben die Kohle. 2000 Startgeld bezahlt und 6000 haben wir gewonnen. Also wir haben 4000 gewonnen. Okay. Ja, die werden uns jetzt bis verfolgen. Aber wie gesagt, solange wir das Buddy-Kit noch nicht haben, müssen wir natürlich noch ein. Oh, wir müssen, wenn wir jetzt ist halt kommen. Ich sehe das anders.
Wir sind sie gleich los. Ja, ja, ich bin schon dabei. Sucht überall. Die waren uns nie gewachsen. Tja, heute. Jo, hab von Alec gehört. Der hat da ein echt großes Ding laufen. Ein Ding? Ein Ding, ja. Ich frag mal nach, ob er was. So, fahren wir mal zurück zum Versteck. Wie cool ist wieder. Wir sichern. Die kennst du ja auch nicht. Ich kenne auch noch andere Leute, okay? Okay. Wir sind im selben System aufgestiegen. Er hat auf mich aufgepasst. Ja, ich weiß. Ich hab das auch durchgemacht. Schon vergessen. Dann müssen wahrscheinlich auch ein weiteres Event fahren. Aber Alec war immer für mich da. Als ich bei Radell anfing, oh ja, hat er den Kontakt verloren. Aber vor ein paar Tagen hat er mich angerufen. Ganz überraschend, was? So ist das nicht. Er hat uns fahren sehen und angerufen. Er ist in Ordnung. Er hilft uns, Geld zu verdienen. Ja, ja, schon gut. Ich vertraue dir. Das weißt du. Das wird unser... So, nehmen wir es mal jetzt. So, jetzt haben wir 18.000 noch was. Anscheinend ist Alec auch beim Treffen. Wir sollten jetzt wirklich Eindruck machen. Ja, deswegen werden wir das jetzt auch gleich, wenn möglich, tun. Der Schuppen hier wird immer bekannter. Wie viel Kohle haben wir? 18.000. Das heißt, das Ding gehört uns jetzt. Wir nehmen die 18.000, kaufen uns das Bodykit. Deswegen kriegen wir wohl nur Mindestlohn. Wir warten ein paar Autos auf ein Tuning. Hast du Zeit dafür? Klar. Kein Ding. Okay, krass. Da gibt es noch mehr so Dinger. Okay. Naja, wir haben uns jetzt für unsere Conny das Ding gekauft. Sieht schon krass aus, das Teil. Sieht schon geil aus, der Wagen, muss ich sagen. So, dann spielen. Och, 30.000. Kein Startgeld? Wow, die Hetze. Klingt erstmal leicht. Klingt erstmal leicht. Aber ja. Ich würde sagen, trotzdem machen wir das in der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschalten würdet. Morgen um 18 Uhr bei Need for Speed Unbound mit unserem neuen Auto. Bis dann. Tschüss.